Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Ernestos Valverdos hier und herzlich willkommen zum nächsten Far Cry 6 Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge, wie auch jeden Tag. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich mein Zimmer dunkel mache, am besten gar kein Licht im Hintergrund habe. Und das habe ich für euch gemacht. Ihr seht im Hintergrund keine Lichter mehr an, es ist dunkel, ich habe mein Zimmer abgedunkelt. So wisst ihr nicht, nehme ich jetzt tagsüber auf, nehme ich abends auf. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und ihr habt mir auch gesagt, Freunde, eigentlich muss ich gar keine schlimmen Szenen zensieren, weil so sind die Spiele und deswegen werden die Videos trotzdem monetarisiert. Ich weiß es nicht, aber ich will nur auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich irgendwie hier einen Strike reinbekomme und hier irgendwie zu brutale Sachen zeige oder so. Aber wir werden es versuchen. Wenn jetzt irgendwas Brutales noch passiert, werde ich es einfach drinnen lassen, Freunde. Und ja, lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Es wird täglich Far Cry kommen. Gestern kamen sogar zwei Videos. Gestern kam Battlefield. Sonntag habe ich, ich bin seit einer Woche wieder am Start. Nicht mal einer Woche. Habe direkt eine Kooperationsfrage wieder bekommen. Und das wird dann diesen Sonntag auch kommen, Leute. Also am Sonntag kommen auch wieder zwei Videos. Natürlich, Far Cry wird nicht vernachlässigt. Keine Sorge. Ja, einfach sehr geil, was momentan abgeht. Ich freue mich hier, dass ihr mich wieder alle herzlich empfangen habt auf diesem Kanal. Und ich habe Bock, wieder gemeinsam mit euch durchzuziehen. Bald kommt ja auch noch von von Man of Medan, das Nachfolgerspiel. House Adonis, keine Ahnung. House of Ashes, genau. Das ist auch sehr geil. Und ich würde sagen, vor dem Starten rein, abonniert den Kanal, checkt meinen Twitch-Kanal aus. Heute die erste Weekend League auf Twitch. Kommt rein. Isla Santuario. Da sind wir wieder zurück. Wir haben ja letztes Mal die Folge abgeschlossen mit dem Panzer, wo der Panzer einfach auseinandergeht. Hört ihr dieses... Hör mal. Kurr, 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 die Tauben sind wieder los. Regel Nummer 73. A revolution is not won by the fearless, it is won by the fears. Eine Revolution ist nicht von den Furchtlosen gewonnen, sondern von denen, die gefürchtet werden. Aha, Zitat fürs Leben, Leute. Ganz wichtig hier. Fear. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kompai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aussieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Was ist denn mit der los? Kommt die klar? Regeln der Guerilla. Juan Cortés. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr frei von Castillos. Jarrak! Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht, dass wenn wir mehr Leute oder Waffen haben, heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Gänsehaut. Ich bin nicht furchtlos. Ich habe eine scheiß Angst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Was eine Rede. Viva Libertad. Es lebe die Freiheit. Viva Libertad. Viva Libertad! Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß sie überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Danny? Sie weiß, was wir brauchen. Ich sehe dich vom Himmel aus, Guerriero. Oh, jede Folge ist krass. Das ist für mich eigentlich somit das beste Far Cry bisher. Und ihr habt doch geschrieben, letzte Folge, die eine Folge mit dem Verbrennen hat an Far Cry 3 angespielt und so. Aber Bruder, das ist schon so lange her, da kann ich mich leider nicht mehr so gut dran erinnern. Far Cry 3 habe ich damals auch nicht so krass gezockt, glaube ich. Das ist ja schon übelst lange her. Okay, Telefon, Telefon. Oh, guck mal, das Wasser, die Pfütze hier. Danny, hörst du mich? Hast du diesen Heli zum Laufen gebracht? Sie, aber die haben ein Flugabwehrgeschütz, das den Luftraum um Castillos Kriegsschiffe abriegelt. Verstehe, Juan. Ich kümmere mich. Mach das. Denn wenn ich getroffen werde, sorge ich dafür, dass meine brennende Leiche bei dir einschlägt wie ein Meteorit. Ja. Jage das Flugabwehrgeschütz hoch. Wisst ihr, wer fehlt, Leute? Guck mal, hier ist die Todesstelle. Nee, doch nicht. Hier war... Oh mein Gott, ja. Beruhigt, hallo, aber da zockt im Arme da. Hast du... Oder wollt ihr mich verarschen? Guapo ist hier gestorben, das Krokodil. Aber das Pferd springt hier runter, 5 Meter, und steht, als wäre nichts. Wollt ihr mich verarschen? Junge, Junge, mein armes Krokodil. Liegt es noch hier? Ey, stellt euch vor, Guapo, der Kleine, wäre jetzt an unserer Seite. Wäre mit uns bei den Missionen am Start. Aber er ist einfach weg.
Er ist einfach tot. In den Tod gestürzt. Das ist so traurig einfach, ne? Das ist so traurig. Der arme Guapo. Okay. Aber es macht eigentlich schon Bock, auch dahin zu reisen, euch das so zu zeigen und sowas. Aber ich würde sagen, Freunde, damit wir keine Zeit verlieren, sehen wir uns einfach gleich dort wieder. 400 Meter. Jage das Flugabwehrgeschütz hoch. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Telefon? Ich wollte dir noch etwas sagen. Clara. Clara, das war eine tolle Rede. Hör zu. Egal, was passiert. Ich liebe dich. Ich bin dankbar für alles, was du für Libertad getan hast. Und für mich. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Dani. Bruder, Pferd, komm zurück, die erschießen dich. Komm zurück. Flugabwehr lang. Sprenge Flugabwehrgarden auf Yarak, damit du den Luftraum sicher durchqueren kannst, okay? Also müssen, wenn du in eine Flugabwehrflotte unterwegs, holst du die Leute vom Himmel, okay. Ah, okay, die müssen wir kaputt machen, damit der Mr. Mene da durch kann. Ja, die Frage ist, wie machen wir das jetzt, hä? Action oder Deaction? Action in a Section und a Deaction? Ja, hallo? Ich will nicht hier runter. Wunderschöne Blumen. Escribe la frase. Eigentlich könnte ich den jetzt packen, oder? Oder meint ihr, es wird... Egal! Oh Gott. Oh oh. Scheiße, hä? Wie habt ihr das denn mitbekommen? Ich hab doch einen dicken Schalldämpfer drauf. Digga, wie viel schlucken die denn, Alter? Oh nein. Egal, sollen die alle kommen? Mierda! Mierda! Egal, Junge, drei Headshots, drei Kugeln im Kopf. Oh oh. Ah, das war dumm. Man nennt mich auch den Quickscope-Master. Den Headshot-Experten. Bisher hat mich noch kein einziger getroffen von euch Schwänzen, hä? Warum leuchtet mein Schalldämpfer, Alter? Zu viel geschossen mit dem. Einfach am Blühen. So, wo ist euer Problem? Was wollt ihr denn von mir? Wir brauchen auf jeden Fall... Ey, Chat, schreibt mal rein, wie kann ich denn meine Waffen upgraden? Ich will mal hier, dass alle mit einem Schuss down gehen. Wenn die einen Helm haben, okay. Aber die haben ja keinen Helm gehabt. Wisst ihr, wie ich meine? Okay, so. Also nicht alle. Da ist der Gerät. Da ist doch gar nichts los hier. Alles gut. Erstmal hier alles einsammeln und so. Zack. Was haben wir hier Schönes? 50 abgereichtes Uran haben wir hier. Das Radio. Liegen auch noch Medizin. Wichtig. Einsammeln. Karte. FND-Depot. Müssen immer überall gucken. Und ich habe mir gesagt, an diesen grünen Kisten, da hätte man bei der letzten Folge... Ja, Benzin. Hätte man die Flammenwerfer auffüllen können. Das habe ich beim letzten Mal gar nicht gepackt. Ist ja nicht schlimm. Genau hier. Benzin mitnehmen. Ja. Was ist das für ein Geräusch? Ja. Aber guck mal, sowas check ich nicht. Warum steht genau neben so einem Ding so ein hochexplosives Teil? Also das verstehe ich nicht. Kann mir das jemand erklären? So. Easy. Luftraum befreit. Boah, wie geil man diese Zeitlupen sind, wenn man die Mission abgeschlossen hat. Das fühle ich auch. Und nochmal. Ah, sieht aber auch... Oh, Junge, Alter, als wärst du irgendwo in Italien am Meer. Oh, wie wunderschön. Hey, die Flagge ist Geschichte. Der Himmel gehört dir. Jetzt schnapp dir diese Schiffe und Juan wird dein rächender Todesengel sein. Wenn du meinst, solange du mir Deckung gibst. Ich gebe dir Deckung, eine frische Zigarre und 12.000 Kugeln zerstörerischen Zorns. Legen wir los. Ach, nein, nicht wieder Hunde. Ich will keine Hunde töten. Ey, geili. Oh nein, Gott. War das der Besitzer? Es tut mir leid, ich wollte das nicht. Ey. Mein Kleiner, alles gut. Alles gut, hey. Braver Junge. Ey, dass ich deinen Kollegen umgebracht habe, tut mir leid, ja. Also war nicht extra. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, es ist okay. Und alles cool. Ne? Nicht schießen, hör auf. Nicht schießen, mein Lieber. Schieß auf mich! Hallo! Lass! Schnell! Der Hund kommt! Ich will nicht den Hund töten! Schnell! Weg hier, weg hier, weg hier! Bring dieses Pferd zu einer beliebigen Pferdeübergabestelle. Wir reiten jetzt dahin, Leute. Bis gleich. Und da ist der Turm. Herr der Ringe und die zwei Türme. Gelange zur Spitze des Leuchtturms. Okay. Sind hier auch Leute? Oder kann ich da einfach reinspazieren? Gucken wir mal kurz hier. Oh, ich geh lieber runter, Digga. Ach du, ja, vom Pferd absteigen, das müssen wir uns nochmal merken, Leute. Das müssen wir ein bisschen besser machen.
Diese Soundbugs, die manchmal kommen, sind in-game. Die sind nicht von meiner Aufnahme. Ich bin bei Castillos Schiffen. Muy bien, Dani. Du verschaffst dir Zugang zu den Schiffen und überrascht sie. Julio, wo bist du? Ich bin im Leuchtturm. Ich sitze hier mit meinem Raketenwerfer und habe die Schiffe im Visier. Ich will deine Stimme hören, Raisa. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen! Der Juan ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen ihnen einen Schlag, den sie nicht vergessen werden. Wir haben nur einen Versuch, lieber Tat. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ey, wie geil ist das Spiel bitte? Ey, wer nicht den Like-Button auseinander nimmt, Freunde. Ey, das ist so ein geiles Let's Play. Also, besseres Comeback hätte man gar nicht machen können auf viel Gaming. Sag ich euch, so wie es ist, das Spiel ist super. So, wie können wir die Waffe jetzt upgraden? Warte mal, guck mal, Schaden, wie wenig. Hier, die hat auf jeden Fall mehr Schaden. Ja, doch, die hat mehr Schaden. So, was können wir jetzt hier machen? Aussehen, Talismane, nein. Menü ausblenden, ausrüsten, Munitionsfeld. Ah, guck mal hier. Füge nicht gepanzerten Zielen schweren Schaden zu. Okay, hier geht das. So, warte nochmal. Zack, das hier. 1 von 1. Okay, richte mit den Giftschaden. Ah, okay, man muss die Sachen sammeln, damit man das upgraden kann. Ich verstehe. Aber man kann nur... Man kann sich aussuchen, was man macht. Weichziel-Munition, panzerbrechende Munition. Okay, man kann nicht mehrere Sachen gleichzeitig machen. Das geht leider nicht. Auf Munitionsfeld. Dann brauchen wir vielleicht neue Waffen. Bin mir nicht ganz sicher. Wir können mal bei der ersten Waffe gucken, wie das hier ist. Mündung. Ja, Mündung, was soll die bringen? Rückschuss wird verringert, Mündungsfeuer wird reduziert. Okay. Waffenlärm wird reduziert. Okay, das können wir uns alles eigentlich herstellen. Dann könnt ihr mal vielleicht reinschreiben, was macht Sinn. Was soll man uns hier auf die Waffe upgraden? Aber am Schaden der Waffe, so wie ich es verstanden habe, können wir jetzt nichts ändern. Ne? Oh, wir haben noch ein RPG. Das können wir vielleicht mal mitnehmen. Panzerbrechende Munition. Ah, panzerbrechende Munition. So. Zack, haben wir auch. Perfekt, haben wir sonst noch... Oh, ach, Sniper haben wir ja auch noch am Start. Stimmt. Boah, aber die Sniper hätten wir nehmen müssen. Scheiße. Die hätten wir echt nehmen müssen, Leute. Optik Feed. Was haben wir hier noch alles? Machen wir hier. Panzer... Ah, Weichziel. Scheiße, Schießpulver fehlt uns. Kacke. Egal, passt schon erstmal so. So. Okay, gelange zur Spitze des Leuchtturms. So. Okay, wenn euch... Irgendwas noch einfällt oder ich irgendwas übersehe, ne? Das dürft ihr nicht vergessen. Ich kann nicht immer alles sehen, ne? Also vielleicht liegt hier auch noch was. Guck, hier liegt auch noch. Da stand da gerade irgendwas. Guck mal hier. Ja. Also mein Ziel ist es jetzt nicht, in jedem Haus wirklich den kleinsten Pipi-Kram mitzunehmen. Oh, aber guck mal, sowas habe ich jetzt gerade fast übersehen, Digga. Sag mir nicht, da ist eine neue Waffe drin. Guck mal, da ist einfach eine neue Waffe drin, Digga. Ich habe gerade davon geredet. Viva Libertad. So, welche Waffe ist das denn jetzt? Habe ich überhaupt schon hier drin? Panzerbrechende Munition, die Fall. Lass mich jetzt mal gerne wissen. Muss ich jetzt extra zur Waffenbank, um die Waffe auszuwählen? Primärwaffe 3. Weil da ist ja unser Flammenwerfer, den will ich behalten. Primärwaffe 2. Aha, jetzt haben wir das Gewehr. Hier, guck mal, das ist jetzt mehr Schaden oder weniger Schaden? Wenn ich das jetzt nehme, schnelles Nachladen, Kopfschuss Supremo. Ja. Weichziehmunition. Ja, komm, ich nehme die jetzt einfach mal mit hier. Oder? Sollen wir die ausrüsten oder nicht? Mal vergleich die mal. MS-16 hat auf jeden Fall mehr Schaden. MS-16. Ja, wir nehmen die hier. Komm, ich nehme die jetzt. Scheiß drauf. So, passt schon. Nehmen wir die Waffe und Goodies. Müsste jetzt eigentlich drin sein. Ist das die? Ja, das ist die. Sogar mit Rohpunktvisier und so. Das ist schon eine fertige Waffe quasi, die schon so ein bisschen aufgerüstet ist vom Design her und ein paar Sachen drauf sind und so. So, jetzt wird sich hochgehangen. Let's go. Boah, ich will nicht wissen, wie geil der Ausblick von da oben gleich sein wird, Leute. Wird ein richtig geiler Ausblick sein. Und Freunde, ich kann euch leider nicht die beste Qualität hier auf YouTube zeigen von dem Spiel, weil YouTube skaliert leider vieles immer... Ist hier jemand? Skaliert leider... Oha. Ich dachte schon gerade und mich gerade voll erschrocken. Du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Scanne Fahrzeug. Erst gucken, dann schießen. Oh, oh, wenn Rita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei den Schiffen. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Pass auf dich auf, Julio. Ein Türkisch. Kamera. Scanne Fahrzeuge mit deiner Handykamera, um sie bei den entsprechenden Übergabestellen verfügbar zu machen. Okay. Da haben wir noch einen. Wo haben wir noch hier?
Da. Und dieses Geräusch erinnert mich irgendwie immer an Prison Break. Dieses Dumm, Dumm. Ich weiß, irgendwie hat das Spiel auch was von Days Gone. Prison Break, irgendwie alles. Ich soll beide Schiffe sichern, damit die Gorilla-Boote fliehen können. Ja, wir haben doch alles jetzt gescannt. So, jetzt können wir rüber. Jetzt können wir rüber, Chat. Ich sag immer Chat, Alter. Ihr müsst mir das abgewöhnen, Leute. So. Okay. Ich glaube, das kann was werden, Leute. Du kannst einen falschen machen, indem du beim Fallen Kreis drückst. Aber hier haben wir keinen Schalldämpfer drauf. Egal, wir mischen das einfach auf. Wir mischen das einfach auf. Jetzt haben wir leider auch die Waffe nicht mitgenommen, die den Schalldämpfer dran hat. Angel. Ja, warte, ich gehe angeln, Bruder. Warte mal. Pistole haben wir noch. Ja, komm, wir nehmen die neue Waffe. Okay. 3, 2, 1, let's go. Wir landen auf jeden Fall safe da unten. Unbefugtes Betreten. Quito. So, Freunde, guckt euch das Wasser an. Wow, wow. Bisschen unter Wasser. Ich hätte jetzt Angst, wenn Krokodile kommen. Ah, das sieht schon geil aus. Hört mal auch die Geräusche dazu. Hört sich super an. Ich mache auf jeden Fall... Geil, da haben die super gemacht. Okay, wir starten rein. Jetzt wäre eigentlich ein Schalldämpfer gut, ne? Ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Dani. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Das Geräusch, da ist es wieder. Gott, Alter, ich hab Schiss, ne? Wie sollen wir das machen, Leute? Einfach Action rein da. Ich hätte echt die Waffe mit dem Schalldämpfer mitnehmen. Oder hat die Waffe einen Schalldämpfer? Ne, hat sie nicht. Hier ist Vasquez. Alles sauber. Nichts zu melden. Wer war das? Okay. Oh, oh, nein, nein. Wir werden gesehen. Wer hat mich denn da gesehen? Oh, oh, da kommt jemand. Hilfe! Gehen jetzt erstmal hier hoch. Munition haben wir genug. Geht's hier rein? Man kann leider nicht überall rein. Schnell, schnell, schnell. Hier ist Jimenez. In meinem Sektor ist wie alles laut ruhig. Das ist, halt doch die Fresse! Schreit die mir hier voll rum, ey. Oh, oh, sieht irgendwas? Nada. De nada. Egal, ich bin mehr so der Typ, ich stehe auf Action, Digga. Ich brauche Action. So, da unten geht jemand, da hinten kommt jemand. Kommt jemand hoch? Oh oh. Okay, wir wurden jetzt leicht schon gesehen. Wisst ihr, was ich gleich mache? Ich glaube, ich werfe da eine Granate in Molotow, oder? Carrillo, der Hauptmann will, dass die Vogelscheiße von der Antenne gekratzt wird. Carrillo, so. Ich weiß, dass du mich hörst. Ey, wieso sterben die? So, wir sind angekommen, Leute. Oh oh, Alarm! Alarm! Ach du Sch... Och, du Sch... Das war nicht gut! Was hab ich getan? Okay, Leute, jetzt geht's los. Es geht los. Und diese Sounds hier, Alter. Was geht hier ab, verdammte Scheiße? Wisst ihr, was ich nehme? Okay. Ihr wollt das so? Ihr kriegt den Flammenwerfer. Ich verbrenne euch alles. Mir scheißegal, Alter. Könnt alle gleich brennen, ey. Das ist mal ein Auftritt, Juan. Okay, so. Oh, Junge, geht die Post ab gerade, Alter. Kommt alle her, ich verbrenne euch. Wo seid ihr, hä? Kommt der. Wow! Bruder, was ist hier los? Let's go! Oh, ja, ja! Mit Fallschirm und so allem, Bruder. Ihr verbrennt den Lelek. Wo sind die Schweine? Zeigt euch. Ist hier noch jemand auf dem Schiff? Da ist er. Komm her. So, haben wir. Wo kommen die Schüsse? Ach, da oben. Ah, Bruder, hier, bitteschön. Nimm das. Verbrenn da oben, du Hund. Boah, guck, wir können da gleich rüberspringen aufs andere Schiff. Oh, oh, von links, von links. Oh, oh, ich muss hier weg.
Ja! Heil dich! Wir springen jetzt rüber, Leute. Es ist Zeit. Rüber. Eins. Wir müssen rüber. Ich weiß wie. Ich mach das. Ich hab eine Idee. Oh. Eins, zwei und... Jetzt kommt mein Auftrag. Jetzt bin ich an der Reihe. Boah, das erinnert mich an worin? Star Wars. Woo! Ernesto kommt. Keine Sorge. Komm, das kriegen wir hin. Genau drauf. Super gelandet. Ach, was macht der Idiot da? Zieh dich doch da hoch. Wir müssen hin und her hier. Hin und her muss es gehen. Können wir auch das Ding einfach nehmen? Und quasi damit hier rumballern? Ne, hier geht's nicht. Egal, ich guck mal erstmal drüben. Sind da noch welche da? Luftunterstützung im Einflug. So, den haben wir. Da ist auch noch ein Sibi. Ist da irgendwas zum Explodieren? Scheiße. Ich hätte da hochgemusst. Oh mein Gott, von hinten. Ah! Hinter mir ist jemand. Da war gerade jemand. Ey, Junge, ist gar... Ach du Scheiße, Bruder! Was ist hier los? Lass mich mal... Ey! Ey, ich muss mich heilen. Irgendwas, wer ballert denn da, Alter? Amenachaktim, Alter. Ganz ruhig hier. Heil dich. Digga, was ist das für eine verdammte Mission hier heute? Ich sammle gerade Abschüsse, Danny. Versuch mitzuhalten. Ja. Versuch hier mitzuhalten, Alter. Aber wie soll das gehen? Haben wir. Okay, super, das Schiff wurde getroffen. Danny, was ist da los? Ich bin gerade etwas beschäftigt, Clara. Nein, die halten nicht mehr lange durch. Okay, komm. Wir müssen da jetzt hoch. Oh, die Waffe ist so unpräzise. Warte mal, ich muss da jetzt hochklettern. Da muss ich jetzt hoch. Okay, komm. Jetzt kommt mein Job. Seilrutsche, hoch da. Komm, yalla. Schnell. Sie würde dir Zielen beibringen. Fick dich doch. Nummer 1. Der ist von uns, oder ist das ein Bösewicht? Der ist unser Schiff. Bei dir klingt das so einfach, Juan. Warum explodiert die Scheiße denn da nicht? Was geht hier ab, Alter? Hallo? Junge, was ist hier los, Alter? Ehrlich, verrückt, Leute. Verrückt. So geil, aber es macht unnormal Bock. Aber wir können auch hier ganz hoch, ne? Ich soll beide Schiffe sichern, damit die Gorilla-Boote fliehen können. Ja, normal, ich bin noch hier oben. So. Da ist ein Gegner. Seilrutsche verwenden. Boah, Junge, was ist das hier gerade für eine Mission, Digga? Ich kack gerade komplett ab. Ey, was machst du da? Komm, Seilrutsche. Jetzt machen wir Action, Freunde. Wir müssen jetzt wieder runter hier. Da. Haben wir. Let's go. Da. Okay. Weiter. Wo sind die anderen, Mann? Da. Unter mir. Da kommen sie alle. Runter. Eine runter, Ernesto. Hab ich. Eins, zwei und... Hab ich. Nein. Oder ist irgendein Boss? Noch mehr Soldaten. Mach dich bereit, Dani. Haben wir. Verbrennt. Nein. Au, fuck. Eins, zwei. Haben wir. Da kommen die jetzt alle. Oder ist irgendein Boss, Digga, oder so. Ich weiß nicht. Oha, der hat sogar Schild und so, Alter. Was geht denn bei dem ab? Er ist richtig motiviert. Oh nein, was macht der Handy, Bruder? Der holt Handy raus, Bruder. Der will YouTube hochladen. Beruhig dich. Ach du Scheiße. Oh. Wir müssen aufpassen. Digga, was? Den hab ich. Digga, verbrennt. Warum verbrennt der da nicht, der Sibi? Haben wir. Den Schwanz baller ich da jetzt auch kurz ab. So. Okay. Du willst mich umlegen? Ich zeig dir, wie ich dich umlege. Komm her. Hallöchen.
Na, wie gefällt dir das, hä? Wie gefällt dir das, hä? Du Schwanz, Alter. Sind wir fertig? Junge, 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 Alter. Was eine Mission, ey. Geil, 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 geil. Action pur. Ballerei, Ballerei. Alles super. Kranke, kranke Mission. Eieieiei. Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Annie. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Julio. Verstanden. Dani, ich bin auf dem Weg zu dir. Gut. Alter! Junge, begib dich zu Claras Boot. Wo bist du, Clara? Da hinten ist sie. Ich komme, Clara. Da ist Clara. Jetzt kommen gleich Falle, die bringen mich alle um. Ja, beruhig dich doch. Ich hab dich doch gesehen. Hui! Was ist denn jetzt los? Ach so, okay. Viva Libertad, Dani. Es wird trotzdem irgendwo einen Verräter geben. Da kann ich meinen Arsch drauf wetten. Das sage ich so, wie es ist. Es gibt immer in jedem Spiel irgendeinen Verräter. Irgendeinen besten Freund, der dich verrät. Oder hier oder da. Leon de Yarra. Boah, guck mal das Wasser bitte, wie das da... Oh, das sieht so gut aus gerade, ne? Wow. Das sieht geil aus, Digga. Was ist Feuerwerk? Muss man dir lassen, Clara. Verdammt, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, Dani. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie einer von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, I have a dream. Wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Presidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment, was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Dani. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yarana werden eine ganze Generation lang Yarana umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand will das freiwillig. Doch, Dani. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Boah, wie geil das aussieht. Guck mal bitte mit den Vögeln und so. Ich glaube, das kommt gar nicht so geil zur Geltung im Video. Alter. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Sieht das verrückt aus, ne? Mit der Sonne, den Vögeln. Junge, Junge, Junge. Boah, Junge. Ah, meine Lieblingsguerreros. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Jefe. Was gibt es? Julio ist noch nicht zurück. Ach du Scheiße. Julio ist noch nicht zurück. Was hat das denn zu bedeuten? Coronado. Coronado Prison. Machen wir jetzt einen Prison Break. Ach du Scheiße. Libertad wird euch wahre Yarana umbringen. Traitores! Criminales! Puta! Ach du Scheiße! Wie haben die den denn bekommen? Der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe, nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Komme mir da. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Alter. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen. Wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt,
sowie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Alter, das ist echt brutal. Papa, ich habe verstanden. Schläfe Julio ein. Oh mein Gott, nein. Ach, halt's Maul. Hör auf! Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies. Ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Hör auf! Hör auf! Ich komme, Lita. Hör auf! Schön. Nein. Dann genieß die Show. Ach du Scheiße, Digga. Das ist, ey, das ist zu brutal gerade gewesen, ehrlich. Junge, Junge, Regel Nummer 20. Einmal Guerilla, immer Guerilla. Ey, der Arme, wie haben die den denn gefangen genommen? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Der stand doch mit uns eben noch auf diesem Turm. Dann sind wir losgesprungen und danach war der auf einmal hier drin. Julio hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Würde dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen. Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Mein bester Guerrero. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Der arme Julio, Alter, Junge. Es gibt da nichts Schlimmeres, so eine Folterei. Das ist ja echt verrückt gewesen, ehrlich. Die Guerilla-Einsatz. Ey, Freunde, ich würde sagen, genau an dieser Stelle hören wir auf und machen bei der nächsten Folge weiter. Sehr, sehr kranke Folge heute. Nehmt den Like-Button auseinander. Kommt auf jeden Fall auf meinen Twitch-Kanal, Freunde. Heute geht's los mit der Weekend League. Lasst dort ein Follow da. Das ganze Wochenende werde ich wahrscheinlich wieder streamen. Und ja, das war's. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen da. Ich bin raus. Macht's gut, Freunde. Haut rein und ciao.